Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem verregneten Budapest. Ich freue mich extrem, dass ihr eingeschaltet habt und abonniert gern kostenlos den Channel. Wir sind mittlerweile in der 5. Season hier am Gungaro-Ring und ja, es ist immer wieder schwierig, denn die Strecke ist, naja, ich würde mal sagen, naja, trifft es am besten. Aber es wird dennoch heute ziemlich weirder Stuff passieren. Also, dass ihr nichts mehr verpasst, würde ich mich auch gern freuen, dass ihr kostenlos abonniert und auch gern ein Däumchen nach oben da lässt. 4,3 Kilometer, 14 Kurven, eine 2D-Zonen. Doch wenn die Verhältnisse so bleiben, werden wir das DRS heute leider nicht nützen dürfen. Doch eins war trocken, das Qualifying. Und da sind wir jetzt nun auch. Traktionskontrolle, Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und vor allem auch habe ich AI auf 92 runtergedreht. Grund ist der, dass ich die Strecke absolut nicht leiden kann. Also ich mag sie schon, aber meine Pace auf Katar oder in Katar oder in Spielberg ist dann halt wahrscheinlich um Welten schneller als hier. Jetzt geht's hier mal durch. Das war eigentlich mal ein smoother Run hier rauf. Da hatte Massa damals seinen Unfall mit der Feder im Ferrari, glaube ich 2009 war das. Jetzt hier durch diese Zick-Zack-Kurve hat es auch in sich. Hier Zick und Zack, da war mir aber auch ehrlich gesagt sehr smooth. Und jetzt kommt der Flow-Sektor. Schaffen wir es hier? Oh, ich hatte hier einen leichten Verlenker und gehe da direkt leicht neben die Strecke. Der Run eigentlich gut bis zu diesem Moment. Auch hier beim Rausbeschleunigen konnten wir gut Zeit mitnehmen. 7/10 sind wir schneller als die gemessene Zeit Leclerc. Jetzt geht es in die letzten beiden Links- und Rechtskurven. Warum sage ich das so komisch? Weil es natürlich zwei unfassbar lange Kurven sind. Aus der letzten Kurve jetzt hier raus. Und die ist eine 180-Grad-Kurve. Der ist on. Und jetzt gucken wir mal. 1:14:7. Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Senna, Verstappen, Norris, Ocon, der Wissenschaftler, Sainz, Tsunoda, Gasly, Theo Pourchaire, Stroll, Oscar Piastri, Liam Lawson, Doohan, Drugovic, Albon, Magnussen, Joe, Sargent und Nick de Vries. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Es hat tatsächlich für den 8. Platz nur gereicht. Dazu muss ich aber später noch was erklären. Lights out und let's go. Regenstart hatte ich schon lange nicht mehr. Wir kommen aber verhältnismäßig besser als Esteban Ocon weg, auch als Lando Norris. Ja, ich muss halt hier aufpassen. Die erste Kurve, die wird auf jeden Fall eine Hardcore-Probe werden. Ja, ich meine, was macht der? Was macht der Red Bull da? Was macht der Red Bull da? Jetzt geht's hier runter und da wird's ganz, ganz knapp. Und ich glaube, da gab es eine leichte Berührung mit Ayrton Senna. Das ist absolut scheiße. Aber es ist auch unfassbar eng hier. Du musst halt wirklich so viel früher bremsen als sonst was. Und ich komme mit diesen Bedingungen aktuell noch nicht ganz klar. Ich weiß natürlich, es ist hier ein Rennen, aber du musst halt so aufpassen. Die AI weiß halt, oder halt die KI weiß halt direkt, wenn sie on point aufs Gas gehen dürfen, wenn sie bremsen können, die fahren dann halt einfach perfekt und ich muss mich da jetzt wirklich mal ein, zwei Runden dran tasten. Wesentlich mehr Sprit ist drin und vor allem das komplette Wochenende gab es nicht solche Bedingungen. Das lässt natürlich jetzt auch die Tür ein bisschen offen für Ayrton Senna. Der kann jetzt davonziehen auf die restliche Konkurrenz da vorne. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Du musst dich rantasten und ich will natürlich auch nicht irgendwie übertreiben, denn das kostet dann im Endeffekt mehr als sonst was. Aktuell rolle ich ein bisschen hier durch die Gegend, aber ich sehe auch an Verstappen und Leclerc, dass, glaube ich, da jetzt aktuell noch nicht so viel geht. Aus der letzten Kurve komme ich eigentlich ordentlich raus. Da hole ich auch wieder ein bisschen an Senna auf. Das ist auch sehr gut und ich hoffe natürlich auch, dass wir es vielleicht beide aufs Podium heute schaffen, weil ich schon zu spät auf der Bremse, das sehe ich direkt hier. Du triffst den Scheitel nicht richtig und, doch, es geht sogar noch. Es ist halt wirklich ganz, ganz auf Messerschneide fährst du. Aber um jetzt hier zurückzukommen, warum ich nur auf dem 8. Platz bin. Ja, was soll ich euch sagen? Es war eigentlich mein erster Run, den ich euch gezeigt habe. Wollte dann einen zweiten ansetzen. Da hatte ich auch ca. 13. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Start-Replan. Mann, ich weiß, ich
verzehr das alles hier. Der linke vorne ist Senna und ich bin der weiter hinten hinter dem Norris McLaren halt. Ah, Alpine, sorry. Jetzt hier vom Start aus weg und da sehen wir schon mal, Bottas hatte hier einen sehr guten Start. Der ist da direkt auf den zweiten Platz vorgegangen. Ich ja, konnte da jetzt natürlich nicht sehen, dass wir da zu viert waren. Musste ein bisschen neben die Strecke gehen, aber das Gute ist halt, dass wir direkt beim Start so viele Plätze gut machen konnten und da kommt es dann wirklich, ah, vielleicht war das gar nicht so eine richtige Berührung, denn mein Frontflügel hat da keinen Schaden genommen und vor allem auch hat man gesehen, dass da wirklich ganz knapp noch Abstand war. Ich weiß nicht genau, es war schwierig zu sehen, hier in der Replay sah es auf jeden Fall so aus, als ob wir da keine Berührung hatten. Und wie gesagt, es ist halt schwierig, sich dran zu testen, sich dran zu tasten. Jetzt hat auch Senna wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen und jetzt hier mal kurz zurück, um zur Erklärung zu kommen. Vierte Runde und ich gehe da ein bisschen neben die Strecke. Ich muss da auch mal ein bisschen ändern, vielleicht die Vorderradbremse ein bisschen härter einstellen. Und ja, ich war dann beim Final Run eigentlich fertig und in den letzten beiden Kurven bin ich dann auf Guan Yu Zhou und auf den bin ich aufgelaufen und der hat mir dann die komplette Runde, es waren 438 oder so und wir haben ein Safety Car, beziehungsweise ein Virtual Safety Car, weil Max Verstappen hier gecrashed ist mit Lando Norris und es gibt eine Red Flag, Leute, das ändert noch einmal komplett alles. Wir waren schon über 2 Sekunden weg, auch hinter uns war viel Platz, doch jetzt, Leute, könnte sich da noch einiges ändern. Denn der Wetterbericht hat sich geändert, Regen ist vorbei, die Strecke dürfte abgetrocknet sein und wir können jetzt hier mit dem gelben Satz hoffentlich zu Ende fahren und das ist nicht abgetrocknet. Guckt euch mal an, wie feucht die Strecke noch ist, aber das zweite Mal, lights out und let's go hier in Ungarn. Wir kommen besser weg als die beiden links, scheint auch so, als ob die rechte Seite eventuell trockener ist. Weil Bottas und ich unfassbar gut weggekommen sind. Ich kann mich hier direkt an Bottas dran robben. Kann das jetzt hier schon reichen, um ihn zu attackieren? Nein, hier geht es noch nicht. Das ist einfach zu nass und Bottas deckt jetzt auch in der Innenseite ab. Vielleicht kann ich mit einem besseren Exit hier irgendwas wagen. Ja, es ist so nass noch. Halleluja, Leute. Du musst so vorsichtig sein. Sonst rutschst du hier neben die Strecke und da willst du absolut nicht hin. Jetzt aber mal hier durch den Mittelsektor jagen wir den Finnen weiter in die Zickzack-Kurve rein. Könnte er da einen Fehler machen? Könnten wir da vielleicht unseren Vorteil sich holen? Nein, der Körper ist so rutschig, Halleluja. Jetzt hier durch die engen, es ist durch. Ja, da kommen wir gut, besser sogar als Valtteri Bottas raus. Und hier, oh nein, da hatten wir jetzt den Rutscher drinnen. Beim Rausbeschleunigen kann ich noch einmal Purple Mittelsektor holen. Gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Aber doch, Leute, das Rennen heute könnte noch einmal zu einer richtigen, richtigen, geilen Sensation werden. Dazu müssen wir aber jetzt mal hier abliefern. Ja, so viel Fall zu sehen, dass Senna und auch der Mercedes, ich glaube, das Russell, einen richtig grottigen Start hatten. Denn auch Lando Norris ist da direkt neben Senna irgendwie in der ersten Kurve gewesen. Wir sind in der 8. Runde, Leute. Ich jage hier immer noch ein bisschen Bottas hinterher. Doch mittlerweile hat sich auch Russell gefangen. Der hängt uns jetzt auch im Getriebe und wir müssen jetzt natürlich nicht nur nach vorne pushen, sondern auch nach hinten aufpassen, dass da nicht allzu viel kommt. Die Race ist mittlerweile auch... Sollte mittlerweile auch enabled sein, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aus der letzten Kurve raus, ja, ich wollte noch einmal volles Risiko nehmen. Das war ein bisschen zu früh, zu viel Gas, schnellste Rennrunde. Doch Ayrton, nein, Sainz holt sich die im Mittelsektor, habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen. Purple Sektor 1 und Sektor 3, jetzt aus der ersten Kurve raus. Massa, was habe ich denn mit Massa? Bottas hat Probleme, das sieht man. Er rutscht ein bisschen aus den Kurven raus, pusht ihn natürlich bis ans Limit, aber können wir davon irgendwann profitieren? Wir haben so viele Runden noch zu gehen, ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, die gelben Reifen, die werden nicht ewig halten. Oh, Sainz mit einer interessanten Strategie auf jeden Fall, der ist mit dem Roten gestartet, sprich, der wird auf jeden Fall noch einmal in die Box kommen, denn ich glaube kaum, dass der da irgendwie 20 Runden mit dem roten Reifen durchfahren kann. Wir sind in der 10. Runde mittlerweile und jetzt bin ich hier unfassbar nah an Bottas dran. Die Strecke ist komplett trocken. Sprich, wir werden da auf jeden Fall keine Probleme jetzt mehr haben.
von wegen Rutschen, wegen feuchter Strecke. Das Einzige, was uns heute noch ja, Sorgen bereiten kann, ist auf jeden Fall der Reifen, denn der wird zum Schluss sowas wie vom Tod sein. Also wirklich, der wird zum Schluss nur noch von unserem Leben gehalten. Aber jetzt hier durch, es ist halt auch eine anspruchsvolle Strecke, du musst richtig aufpassen. Wir sind in der 12. Runde, letzte Kurve, ich bin ein bisschen zu weit weg, könnte das dennoch reichen, um uns hier immerhin mal ein bisschen dran zu arbeiten. Jetzt mal Bottas, jetzt wieder Senna, schnellste Rennrunde. Wir drücken die Zeiten ordentlich runter, es ist eine 1.18 sind wir jetzt schon wieder auf eine 1.18.7. Ja, Oversteer ein bisschen zu spät gebremst, zu früh aufs Gas gegangen, du willst halt wirklich jede Zehntel pushen, aber es ist so schwierig. Bottas ist wirklich sehr konstant und vor allem ist er genau an den richtigen Stellen immer on point da und nur da, wo du eigentlich eh nicht überholen kannst, macht er vielleicht den ein oder anderen Rutscherchen oder einen kleinen Fehler rein. Jetzt wieder Purple im ersten Sektor, hier durch die Mittelsektion durch und durch die Zickzack-Kurve. Boah, da war ich spät auf der Bremse, da muss ich den Ausweg nehmen. Das war gar nicht gut, hat aber auch ein bisschen Zeit gekostet, sehen wir oben direkt, da verlieren wir gleich mal eine Zehntel. Aber jetzt hier, da ist Bottas nicht so stark gewesen diesmal, aber es gibt hier, ja, Dieres, ich komme da so weit neben die Strecke, das ist gar nicht mehr schön. Ja, wenn ich das, da kommt ein kleiner Rutscher von Bottas, jetzt die lange Linkskurve, wenn ich mich hier behaupten kann, könnte ich den ersten Versuch auf Start und Ziel gegen Bottas wagen. Letzte Kurve muss funktionieren. Aus der letzten Kurve gehen wir hier raus im DRS on. Es ist voll on. Schnellste Rennrunde. Und jetzt saugen wir uns hier dran. Valtteri Bottas deckt ihn ab. Wir gehen außen. Jetzt mal an ihm vorbei. Aber es ist Turn 1. Wir wissen alle, dass es hier sehr, sehr eng wird. Sehr rutschig wird. Und innen sticht Bottas dann noch einmal zurück. Und kann sich halten, er deckt auch direkt wieder die Innenseite ab und ich kann da nicht mehr kontern. Es ist wirklich ein Krimi heute. 14. Runde von 25, 11 sind noch zu gehen, die Reifen sind top im Zustand, also 16%, das ist wirklich noch nichts kaputt. Die sind gerade mal angefahren, aber natürlich wird mit jeder Runde, mit jedem Fight und mit jedem neben die Strecke kommen. Jetzt kommt Russell von hinten, das ist natürlich nicht mehr so schön für uns, da können wir uns wieder an dem... ja, Mercedes-Piloten vorbeiarbeiten. Doch jetzt sind wir aus dem Sekundenfenster zu Bottas rausgefallen. Das ist natürlich gar nicht gut, denn da musst du jetzt mal noch wieder drankommen. Auch gerade die letzten beiden Kurven, da ist Bottas ein Ticken stärker als ich. Und da müssen wir jetzt tatsächlich irgendwie zaubern im Mittelfeld. Boah, da geht es neben die Strecke, Gott sei Dank keine Track Limits. Und jetzt auch hier, ich muss so aufpassen, pushen, aber nicht überpushen. Und jetzt wieder hier, wir sind gleiche Kurve wie vorhin, Runde Nummer 19. Ich klebe immer noch hinter Bottas, ich kann euch jedes Detail dieses Hecks sagen. Also ich weiß genau, welche Sponsoren da hinten drauf kleben und wie oft, ja keine Ahnung, Bottas da das DRS geöffnet hat. Also nun mal, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich kann detailliert euch aufzählen, wie viele, keine Ahnung, Pickup, die auf seinen Hinterreifen habt. Denn es ist wirklich heute... ah, es ist halt wirklich, du fährst halt so und probierst und probierst und probierst und kommst dann halt nicht dran. Es ist so unbefriedigend, wenn du da tatsächlich jede einzelne Runde hinterher duckerst und am Schluss wieder nicht irgendwie drankommst. Valtteri Bottas, heute wirklich ein sauberes Rennen. Er rutscht zwar die eine oder andere Kurve, das mache ich genauso. Er kommt zwar die eine oder andere Kurve, nimmt die Strecke, komme ich genauso, aber er schafft es halt immer wieder an den Stellen, wo er ein Point sein muss, ein Point zu sein. Sainz holt sich die schnellste Rennrunde mit seiner weirden Strategie, doch ja, er ist irgendwo im Mittelfeld untergegangen, denn er war noch einmal in der Box und dann noch einmal in der Box und ja, so ist es dann jetzt auch dazu gekommen, dass Senna sich auf den dritten Platz vorgearbeitet hat. Da bin ich auch stolz drauf. Wenn es so ausgeht, können wir es schaffen, beide ins aufs Podium zu schaffen wenigstens. Jetzt komme ich hier angeschossen, gleiche Vorgehensweise, wir sind aber wieder außen, es ist gelb hier, darf ich jetzt überholen, ich weiß nicht genau, es ist jetzt wieder gelb-grün, entscheidet euch doch mal bitte, jetzt ist es wieder grün und ja, Bottas hat, Gott sei Dank, oder ja, Pech für uns,
die Gunst der Stunde ausgenutzt und ist jetzt hier einfach vorbei wieder gezogen. Es hätte, glaube ich, gut werden können. Mittlerweile war ich schon so verzweifelt, habe überlegt, dass wir vielleicht noch einmal reingehen, Rot holen oder so, aber da fliegst du halt gleich irgendwie ins Mittelfeld zurück und das macht jetzt absolut keinen Sinn mehr. Eventuell VSC oder so hätte uns jetzt dann auch irgendwas bringen können. Wir sind Ende 21. Runde. Ich bin immer noch hinter Valtteri Bottas, aber diesmal viel zu weit weg. Also ich bin mir da fast sicher, dass das nichts werden wird. Bottas hat einfach eine Macht. Also wirklich, da will ich nicht viel sagen. Der ist heute einfach unanholbar. Der ist ein Wahnsinn, wie stark dieser Mann ist und wie stark seine Leistung heute ist. Die will ich auf jeden Fall nicht schlecht reden, denn das ist wirklich unfassbar, wie stark Valtteri Bottas heute ist. Aber jetzt wird es mal Zeit für die Replay hier und da sehen wir mal gegen Bottas den ein oder anderen Versuch hier den Berg rauf. Da war ich ein bisschen im Bedrängnis von dem Mercedes. Der war da echt nah hinter mir. Da komme ich weit neben die Strecke. Den Körper solltest du eigentlich nicht berühren, aber wenn du im Bedrängnis bist, du nimmst halt wirklich jeden Strohhalm, um da irgendwie noch eine Zeit gut zu machen, irgendwie noch eine Zehntel zu finden. Und das ist dann wirklich... Ja, es wird nicht heute klappen, dass wir heute den Sieg holen. Und da haben wir noch einmal diese Sache. Ja, genau, dieser Rutscher hier hat irgendwie alles ausgelöst, denn durch diesen Rutscher konnte sich dann auch George Russell an mich dran arbeiten. Ich musste ihn dann ein bisschen so, ja, Schumacher-like. Ich glaube, das war ja auch in Ungarn, aber ich habe ihn da mehr als Platz zum Atmen gelassen, beim gegen die Mauer so ein bisschen rüberziehen. Und ja, mittlerweile habe ich so ein bisschen aufgegeben und da geht es jetzt auch schon in die letzte Runde rein, Leute. Es ist einfach unmöglich, hier in Ungarn richtig und stark zu überholen. Wenn du ähnliche Autos hast, ist das nahezu unmöglich, dass du hier als Gewinner rausgehst. Wir waren so knapp und so oft dran und sind auch gefühlt das komplette Rennen im DRS-Fenster von Bottas gefahren. Doch das bringt halt alles nichts, wenn du im Endeffekt dann diese eine nötige Geraden nicht hast. Jetzt geht es aus der letzten Kurve raus in die letzte Start- und Zielphase. Wir werden Zweiter hier in Ungarn und das ist wirklich traurig. Was für ein fantastischer Grand Prix und was für ein hervorragender Sieg für McLaren. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden.
Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass es bei McLaren heute Abend ordentlich krachen wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Das freut mich natürlich, dass wir ein Doppelpodium geholt haben, doch leider in der falschen Reihenfolge. Egal, Valtteri Bottas siegt hier und man muss sagen, das ist sowas wie von verdient. Da kannst du doch nichts anderes sagen. Wir sind doch jetzt 1-2 in der Konstrukteurs-WM, in der Fahrer-WM und erster Platz in der Konstrukteurs-WM. Was für eine Leistung. Für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gern Däumchen oben da und schaut doch gern auf Instagram, IT-Gaming und auch gern auf TikTok vorbei, auf It's_Tobi. Für heute soll es mal gewesen sein. Wenn euch mein Content gefällt, würde ich mich gerne über ein Däumchen herum freuen. Doch für heute war es das mal. Wir können auch wieder keine Upgrades bringen und auch hier die Komponenten scheinen noch okay zu sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.